Cliff war ein Level. Frauen sehen ja alle gleich aus. Du musst halt differenzieren, Etty. Es gibt doch mehr als das Aussehen. Das nennt sich Charakter. Ach ja, genau. Hier war die Ranke nicht da, bis man die Natur befreit hat. Deswegen ist hier dieser Abschnitt drin. Hier sind wir in die Oberwelt gekommen. Ja, Portal. Bo liegt noch rum. Die Händler sind verschwunden. Bo! Glaube ich auch nicht mehr mit uns. Und mir, dass du vorbeikommst. Ja. Voll die geile. Ich weiß nicht, erinnert mich von Roger Rabbit an. Wie ist die Frau von Roger Rabbit? Die rothaarige Bombshell. Okay. Dann halt nicht. Na, ist okay, geht's dir gut. Schön das Bäuchelchen kraulen. Das ist das. Ah, da oben ist eine Brücke. Ein Dekobaum. Ja, so in etwa. Liato. Ritter, ist immer Karneval. Genieße alles in vollen Zügen. Chu-chu, Motherfucker. Okay, hier gibt's nichts zu holen. Herr Sonnenbrillenmann. Soll ich dir helfen? Was haben wir denn hier schönes? Serum. Mal hier. Strahlt in dunkler Nacht. Kennen wir. Diese Waffe erhöht die Kraftpunkte. Kennen wir. Provokantes Outfit. Dann schauen wir doch mal. Das ist 24/7 Party. Ja. Oh. 29, warum sollten wir uns das andere kaufen? So, der Eispickel macht 25. Nope. 24, auch nope. Danke für nichts. Ja, doch, fürs Serum. Einige Waffen besitzen verborgene Kräfte. Findest du eine, so rüste dich damit ihr aus. Ja, meistens stehen sie dran, das hilft. Schere kennt deine Zukunft, hör zu! Hummer, 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 hummer. Hula popola! Du wirst durch die Lüfte fliegen. Eine Knolle sei dein Glücksbringer. Okay. Zack, man steckt in der Kanone. Das Leben, das ist sehr kurz. Man sollte keine Sekunde vergeuden. Oh. Ich habe mich mit Schuhcreme eingerieben. Bitte was? Mein Sohn ist Fußballfan. Er denkt an nichts anderes. Was soll's? Das Leben ist zu kurz und man soll nur das tun, was einem Spaß macht. Also sich mit Schuhcreme einreiben. Hallo, ich bin Fußballfan. Magst du Fußball? Nein. Was soll das denn sein, Fußball?
Das? Das weißt du nicht? Unfassbar! Spreche nicht mit Leuten, die keine Ahnung von Fußball haben! Hab ich ja Glück gehabt. Sagen wir mal so, ich hoffe mal, dass ich mir da jetzt nicht aus Versehen irgendwo einen Riegel vorgeschoben. Oh, guck mal hier, das Anhängsel wieder. Endlich habe ich dich wieder. Lass mich nie mehr allein. Ich habe mich entschlossen, bei dir zu bleiben. Einverstanden? Ich weiß nicht. Bei mir bleiben? Für immer? Nun ja. Wir beide allein in dieser fremden Stadt. Wie romantisch. Das Hotel hat auch ein Doppelzimmer. Oh nein, die Klette. Hallo, willst du Zuckerwatte kaufen? Kostet 10 Taler. Ja, Mann. Num, 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 num. Lecker. Hihi. Dich beim Essen zuzuschauen ist ein Erlebnis. Astarica liegt hinter den Bergen im Nordwesten. Die Einwohner von Astarica pflegen seltsame Rituale. Juhu, Torten werfen. Magst du Torten werfen spielen? Was meinst du? Ja. Du musst mit den Torten die Katzen treffen. Einfach, oder? Arme Katzen. Entschuldigung, Socke, hab ich dich erschreckt. Klatsch. Wenigstens haben wir kein Zeitlimit. Klatsch. Klatsch. Schnurr, schnurr. Jawollinger. Geschafft! Du scheinst Katzen zu mögen. Zum Dank erhältst du einen deiner Lieblingssteine. Ein wahres Juwel. Ich weiß nicht, die hier sehen irgendwie eher aus wie Gegner als das. Ich weiß es nicht. Weiter oben steht die Liebesstatue. Liebende haben dort so manch schöne Stunden verbracht. Oh. Marc, wo willst du denn hin? Es gibt so viel zu sehen. Pink Cloud. Weiter oben steht die Liebesstatue. Ja, das hatten wir schon. Im Süden liegt der Hafen, dort kannst du Seeleute treffen. Oh, jetzt mache ich die Klette noch weniger. Wir haben Eis, Kaffee und Kaffee anzubieten, jeweils für 10 Taler. Kaffee! Ja bitte, ulk, ulk, ulk. Lecker! Früchte! Früchte gegen den Durst, Äpfel nur 8 Taler und Melonen 12. Melone! Oh, wie romantisch! Paare, die sich hier verlieben, werden immer glücklich sein. Das ist nicht eine schöne Geschichte? Totaler Quatsch. Schwachsinn im Quadrat. Psst, sei still. Ach, du bist wohl nicht besonders romantisch. Ich schon. Ich glaube fest dran. Hör mir zu, es gibt jemanden, den ich sehr, sehr gern mag. Dieser jemand bist du, Ark. Und wenn ich schon jemand liebe, will ich, dass er meine Gefühle erwidert. Ich werde heute Abend zurück sein. Oh. Werd dir über deine Gefühle klar, Ark. Yeah! Ah, gerade einen Kaffee gemacht. Freak versteht mich. Mein Fass, wir werden in Rio. Hast du Luft auf mexikanisches Essen? Lecker, nur 10 Taler. Tacos, Mezcal, Nachos, Würk. Chimichangas. Lecker. Schmeckt doch lecker, oder? Gibt's hier nicht irgendwas, wo du abfackelst, wenn du es isst? Kalle ist ein Kakteenschnaps, er lässt dein Herz höher schlagen. Ulk, ulk, ulk. Lecker.
Wow. Schmeckt doch lecker, oder? Nachos. Mit Chili und Tabasco-Soße. Lecker. Schmeckt doch lecker, oder? Ich weiß nicht, irgendwo gab's irgendwas, das hast du gefunden. Da denke ich so, dann stand er da halt total abgefackelt. Interessant ist es bei dem Spiel hier, das Magiesystem so völlig ja, egal ist. Ein Affe. Ist unser Affe nicht niedlich? Er tanzt sogar Samba. Okay. Mein Mann ist Fischer, weil zuletzt war der Fang nicht besonders. Er sagt, das hängt mit den Erscheinungen der Nixeninsel zusammen. Okay. Dann wissen wir jetzt, glaube ich, wo wir als nächstes hin müssen, und zwar zu den Nixen. Sagen, das sieht verdächtig aus da unten. Ach, Magie ist aber auch lustig. Wenn du schnell bist, werde ich dich großzügig belohnen. Willst du spielen? Sicher. Fertig, los! Was zur Hölle muss ich machen? Alter! Ja? Hallo? Das Ende finden. Ja, aber wo ist das Ende? Ah. Nein! Schnell bist, werde ich großzügig entlohnen. Willst du spielen? Yep. Go. Dann war ich zumindest nicht ganz falsch, wenn ich aus dem Bild gerannt wäre. Ich denke mal, es ist auf jeden Fall besser, als durch die Röhre da zu kriechen. Geschafft! Glückwunsch! 9 Minuten und 19 Sekunden! Wir geben auf! Glückwunsch! Nimm das versprochene Präsent an dich! Der Stein glänzt so geheimnisvoll! Blüm! Eine Schildkrötenblockade. Ja, drüben auf der anderen Seite sieht es auch schwer danach aus, als wenn da was wäre. Oh! Wo ich denn jetzt reinmarschiert? Vita-Elixier, nice! Sowas nehmen wir doch immer gerne. Ich liebe die Geheimorte Terranigma. Ja, das definitiv. Du stolperst hier halt wirklich gerne über was drüber. Aber ich muss auch sagen, da mit Lahasa, wo das kleine Mädchen war, was hier die Mailin war, das habe ich aus Verrecken nicht gefunden. Da bin ich zielsicher dran vorbei marschiert. Da kann der No Faker ein Lied von singen. 378 Taler. Weil da habe ich dann halt auch immer so ein Talent dazu. Möfchen! Zwitscherfieb! Zwitscherfieb! Zwitscherpieps! Zwitscherfieb! Ja. Genau hier kamen wir raus, wo uns der Piepmatz hier rüber geflogen hat. Wo wir hier noch nichts mit anfangen konnten, weil das Dorf noch gar nicht da war. Der nächste Turm erschien im Osten des Meeres und mit ihm die Monster. So können wir nicht fischen.
müssen die Monster loswerden. Ich glaube, wir müssen erst pennen und dann zur Statue gehen. Dann können wir, glaube ich, zum nächsten Turm. Ach, verdammt, ich wollte jetzt aufhören, aber... Nein, ich spiele noch weiter. Merkt man, dass ich dieses Spiel mag? Aber das ist dann so bei Secret of Mana oder Secret of Evermore war das dann einfacher wieder mit dem Aufhören, weil man war dann wieder an der Stelle, wo man leveln musste, damit es halt ordentlich weitergeht. Um die Leute nicht zu langweilen, habe ich das dann offscreen gemacht. Und da hast du dann immer so nach 2 Stunden oder so automatisch dein Break dann gehabt. Nee, doch, es ist Nacht. Party! Ark? Ark! Beding! 99 Mal Cheer! Vielen Dank! Da muss ich mich auch mal hinsetzen und dafür auch ein entsprechendes GIF machen. Wie gesagt, ich wusste leider nicht, wie das geht. I'm so sorry, aber vielen herzlichen Dank für den Cheer. Keine Sorge, der Weise weiß, dass ich hier bin. Es ist schön hier. Dank dir gibt es wieder solche schönen Orte. Seit du gingst, Ark, wurde mir etwas bewusst. Der Kristallnebel und die Schönheit von Krista. All das bedeutet mir nichts, wenn du nicht an meiner Seite bist. Jetzt merke ich erst, wie einsam ich ohne dich war, Ark. Ich möchte mit dir zusammen sein, Ark. Oh, vielen Dank. Das freut mich, wenn das Zuschauen Spaß macht. Ja, ganz ehrlich, mir kommt es auch nicht drauf an, ob da hunderte Euro dabei rumkommen oder sonst was. Auf YouTube schalte ich ja auch keine Werbung, weil ich das nicht will. Und die Werbung, die geschaltet ist, ist halt, weil jemand anders die Rechte dran hat, sei es an Musik oder halt Nintendo-Kram. Dann ist das halt so. Aber ich persönlich finde es halt eine sehr, sehr schöne Anerkennung, auch selbst wenn es nur 1 Euro ist. Deswegen, vielen herzlichen Dank. Ark, ich liebe dich. Bis heute Nacht. Das ist deine große Liebe. Also die andere, jetzt bin ich total durcheinander. Das ist deine große Liebe. Du denkst nicht an mich. Ark, dein Herz ist bereits vergeben. Aber nicht an mich. Ich weiß jetzt, du hast mich nie geliebt. Ich hasse dich. Zack, Tag! Vor allem, dass das die echte Melina war, ist halt auch sehr interessant, dass sie die halt so out of nowhere wieder einen so dran erinnern, so, hey, da gibt's noch die echte, also nicht die rothaarige, sondern die rosahaarige. Ah! Haben's alle kapiert? Wenn wir nichts unternehmen, ist es aus. Wer sich zum Kampf gegen die Monster stellt, erhält ein Schiff von mir. Traut sich jemand zu, die Monster zu bekämpfen? So viele gestandene Männer, aber keiner mit Mumm, was? Du, Fremder, du willst uns helfen? Wenn das die Monster besiegst, schenke ich dir ein Schiff. Na, willst du? Na klar. Ihr Feiglinge, überlasst die Angelegenheit nur mir!
Ehrlich? Du tust es? Fantastisch. Wenn du bereit bist, geh an Bord. Ich werde dich zum Turm bringen. Oh, ich finde diese Animation mit dem rudernden Arm so schön. Ja, ich bin an Bord. Hallo? Los geht's! Ich bin ganz heiß drauf. Chef, wir zählen drauf. Wir zählen auf dich. Und drück dir die Daumen. Ah, jetzt. Bin halt auch mal gespannt. Ich habe in der Unterwelt halt auch die beiden Secret-Kontinente gefunden. Also Mu und, ich glaube, Pekinesen waren das oder so ähnlich. Da können wir dann gleich mal hinäumeln. Sobald wir das Schiff haben. Ich habe da nämlich auch null Plan, was da abging. Ich laufe noch hier schön drumherum. Vor allem, das hier sieht wirklich vom Baustil aus wie ein Unterweltturm. Na gut, aber Level 25 scheint man hier doch ganz gut unterwegs zu sein. Wenn man sie von hinten erwischt. Aber um 100% zu haben, braucht man einen Spieleberater. Den habe ich hier halt nur als Backup liegen, dass ich nicht wieder irgendwo sonst wo durch die Gegend renne. Ja, Freak, wenn dich Retro-Kram interessiert, ich war letztens im Archiv und habe halt die Spieleberater rausgewühlt und ich habe halt festgestellt, ich habe halt von den ganzen Gameboy-Spielen, SNES und N64 noch die Originalanleitungen und alles. Und da überlege ich halt, was heißt überlege ich, da möchte ich ein Video dazu machen. Einfach mal die Verpackungen nochmal angucken, wie die ausgesehen haben und so weiter. Und ich habe halt wirklich noch komplett Notizen. Ich habe die Anleitung in mein Buch eingeklebt. Und da sind halt auch komplett meine Notizen am Start, die ich halt da, keine Ahnung, mit 10 reingeschrieben habe. Ja, meine Mutter hat mich auch immer für bekloppt gehalten, dass ich das alles aufgehoben habe. Aber heutzutage muss ich sagen, kauf dir mal ein Spiel OVP mit Anleitung. Also Originalverpackung, also nicht originalverpackt, sondern halt die mit Anleitung und so weiter. Dann zahlst du schon richtig Asche dafür. Und meine sehen halt wirklich auch noch aus wie aus dem Laden. Ah, wo ist der Cheffisch? Da ist der Cheffisch. Boom! Haha! Als die Aura des Todes den nächsten Turm wieder freigab, setzte das Flüstern der Nixen wieder ein. Hey! Hörst du mich? Ich bin seit dieser Woche Dienstag 36. Das nicht unten reingeschrieben? Oh Gott, ich wollte gerade raufhauen. So. Ja. Hab Dank! Es gibt noch viel zu tun. Menschen sind auf See und so hilflos. Wahrscheinlich wissen sie nicht einmal, dass wir ihnen helfen. Nein, wahrscheinlich nicht. Nana. Einst war auch ich ein Mensch. Ich wollte meinen Verlobten in Liberita besuchen, doch dann kam ein Sturm auf und das Schiff versank in den Fluten. Als ich erwachte, war ich eine Nixe. Tust du mir einen Gefallen? Bitte bring diesen Ring zu Servas bei den Great Lakes. Sag ihm, dass wir bald wieder zusammen sein werden. Arc erhält den Verlobungsring. Okay, ich werde im April 30. 6 Jahre war damals.
6 Jahre war damals halt noch viel. Ja. Wenn du auf YouTube guckst, ich habe hier die Originalverpackung auch rausgekramt und zeig sie in einer von den Folgen mit der Originalrechnung von 1996 vom, keine Ahnung, 21. Dezember 1996. Hab Dank, du hast uns zurückverwandelt. Nimm dies als Zeichen des Dankes. Du kannst uns damit rufen. Wir werden dich dann mit Magie vor Gefahren schützen. Arkeheldin Wasserzauber. Deswegen, Etty wird wieder meckern, die ist, Katja macht halt wieder hier komplett nur Retro-Zock. Die ist, nein, ich zocke das, worauf ich Bock habe. Und wenn das halt Retro ist, dann ist halt Retro. So ist das halt. Dank deiner Hilfe ist das Meer wieder sicher. Ein Seemann hält sein Versprechen, dieses Schiff gehört nun dir. Zum Ablegen musst du nach unten rücken. Fahre einen Hafen, um anzulegen. Arke hält ein Schiff. Es gibt einige Spiele, die mega teuer sind. Vor allem die RPGs mit offiziell Schachten und Spieleberater. Ja, ja, sowieso. Ich sag mal, ich habe halt das Glück, dass Secret of Evermore, Terranigma, Illusion of Time, Secret of Mana Original habe. Also von damals noch. Ich glaube, ich hatte 17 Spiele als Kind und habe jetzt in den knapp letzten Jahr die Super Nintendo Spiele-Sammlung auf knapp 60 Spiele erhöht. Ja, crazy, ich weiß. Also, ich habe mir halt ein Limit gesetzt, halt 100 Euro pro Monat. Und wenn ich dann halt mal ein Spiel habe, was ich unbedingt haben will, was dann 150 kostet. Ja gut, die ich mir nachkaufe, die kaufe ich mir nicht im Komplettzustand. Das sind meistens auch nur die Cartridges, außer es ist dann halt gerade mal ein Angebot, was nicht so viel Unterschied macht, wo die Hülle auch noch dabei ist, dann freue ich mich halt drüber. Aber es muss halt jetzt nicht unbedingt der Completionist sein, sage ich mal. Daher die meistens dann halt auch einen recht desolaten Zustand haben und meine könntest du halt ins Regal stellen und als neu verkaufen. Das ist der was, genau, der war hier oben. Der war, glaube ich, auch schon hinüber, wenn ich mich da so recht entsinne. Ja, ich sag mal was, ich möchte, also das letzte große, was mir noch so fehlt, was ich gerne haben möchte, ist Mega Man X1 bis 3 und was die Dinger wert sind. Ich denke mal, das kennt jeder ganz gut und da wird halt gerne mal 1000 Euro für Mega Man X3 verlangt. Dieser Ring ist etwas zugestoßen. Scheinbar ein Schiffsunglück. Ich verstehe. Sie kam niemals zu spät. Danke für die Nachricht. Ich gehe zu ihr. Ich sag ja, im Retro-Bereich sind die passenden Leute für dich, Katka. Ah ja gut, ich sag mal, die Leute, die hier die alten Games schauen, sind die, die damals auch schon gefeiert haben, Etty. Das ist so, das war mir an sich auch klar, aber deswegen streame ich halt nicht Retro, sondern ich streame Retro, weil ich Bock drauf habe. Ich war nie so ein Mega-Fan, eher Richtung RPGs. Ja, Mega Man X, muss ich ganz ehrlich sagen, liebe ich halt wie die Sau. Keine Ahnung warum, ich feiere das Spiel einfach. Ja, stimmt, das war ja den ja Special. Das haben die auch nach dem Reskin nicht abgelegt. Geld ohne im Kraut. Ah, stimmt, das gab's hier. Und das war nicht damals bei Moloch, wo... ja, genau, das ist jetzt die Tauchermaske. Ich weiß, trotzdem ist das so. Können wir nämlich hier an den Blubber stellen, können wir da schön durchtauchen. Ich glaube, ich brauche noch eine zweite Webcam für dich, Socker. Hm?
dass die Leute sehen können, wie du dich hier lang machst. Ich werde mich erstmal verabschieden, wünsche euch noch viel Spaß und danke für den netten Stream. Bis bald. Smart But Lazy, vielen herzlichen Dank, dass du frisch am Start bist und dass du es so lange ausgehalten hast. Ich denke mal, ich werde morgen auch streamen, wenn nichts dazwischen kommt. Oder Etty sagt, mein blauen Katka streamt viel, wie kommt das? Weil ich Bock dazu habe. Liegt halt hauptsächlich an Terranigma, gebe ich mal zu. Ja, schlaf gut und bis die Tage. Schleimies! Die sind halt immer schön billig XP, weil die Kleinen halt auch so viel geben wie die Großen und die kann man halt direkt wieder wegbashen. Ja, Sonntag ist eigentlich immer so mein eher Hauptstream-Tag, wo ich halt nicht zu zweit bin und halt mittwochs. Deswegen, Sonntag gibt es halt meistens random Streams. Ich stream jetzt aktuell auch jetzt hier 3 Tage am Stück, weil ich krank war und einfach mal ein bisschen was nachholen wollte. Jo, schlaf auf jeden Fall gut. Was? Der Schatten? Na, wen müssen wir da jetzt aus dem Wasser fischen? Was ist das für ein Schatten? Helfer, hilf mir doch! Ich gehe mal davon aus, dass es weiblich ist. Hä? Ich dachte, ich höre etwas. Helf mir! Ich schwimme dann mal weg. Was deshalb mag ich es übrigens, SV zu streamen. Da findet man oftmals gute Leute. Was ist denn SV, Etty? Die Strömung! Nein. Oh, ist alles auf. Okay. Das hatte ich noch ein bisschen im Kopf. Agge hält den Drachenanker. Ah! Der war hier auch noch. Also Stardew Valley. Ja. Müsste ich eigentlich auch mal wieder, weil ich mich so eigentlich alleine nicht mehr dran großartig wage. Ich habe ja da direkt den Anfang von meiner Farm gestreamt und dann wieder irgendwann 2. Jahr, wo ich dann schon verheiratet war. Irgendwie braucht der Katka da noch einen Mod. Na, bis jetzt hatte ich noch nie so viele Leute am Start wie aktuell. Das finde ich total der Hammer. Vielen Dank auf jeden Fall. Problem ist halt auch immer, Leute dann halt zu haben, die auch verlässlich sind. So, der Nostalgische hätte prinzipiell Zeit, wenn er es genau nimmt, aber der ist zu verpeilt für sowas. Soll es nicht abwertend klingen oder sowas, aber ich kenne ihn jetzt lang genug. Sind wir jetzt hier wieder im Eingangsbereich? Nein. Ich werde vielleicht öfter reinschauen. Ich weiß, ich mag SNS Games, aber nicht immer nur Speedruns. Ja, Speedruns kann ich persönlich so gar nichts abgewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich möchte die Spiele halt persönlich genießen und da halt nicht durchhacken ohne Ende. Ah, okay. Ring 26! Nee, würde mich freuen, wenn du öfter vorbeischaust. Also wie gesagt, sonntags meistens irgendwas ab nachmittags bin ich meistens immer im Stream. Das ist dann meist halt gerade das Spiel, was halt aktuell ist. Und mittwochs gibt's halt Katgalgisch TV ab 19.30 Uhr, halbe Stunde Mucke von den Bands, die bei mir im Bandpool drin sind. Und danach spielen wir meistens irgendeinen Koop-Titel, manchmal auch Retro. Also wir haben Sam und Max haben wir schon durchgespielt im Stream. Und wenn wir haben, halt einen schönen Koop-Titel. Und das mache ich halt zusammen mit dem nostalgischen Typen, der auf YouTube unter Nostalgisch TV zu finden ist. Ist eigentlich immer ganz lustig und ich hoffe, dass wir halt irgendwann wieder genügend Leute sind, dass wir da halt wieder einen Talkteil machen können. Mit ein bisschen Philosophie und labern über Gott und die Welt. Ah, gehält den Planetenbrecher.
Vor allem finde ich den Namen der Waffe ein wenig Panne. Da wäre ja eigentlich, dass sie dabei sind. Der Name verrät einige. 43! Alter, was war denn das gerade für ein Sprung hier? Wow! Das wäre jetzt geil, wenn du schlägst mit der Waffe Game Over. Du hast den Planeten zerstört. Ah, schön. Deswegen, ich freue mich immer über jeden, der am Start ist. Und ja, zusammen Spaß haben, und das ist das Wichtigste. Deswegen streame ich. Ist halt immer sehr frustrierend, wenn man dann am Start ist und niemand auftaucht. Das ist dann bitter, sag ich mal. Kann sagen, hier muss man doch irgendwas dagegen schmeißen, wenn ich mich da recht entsinne. Weil ich halt auch niemand bin, der halt wegen des Laberns streamt oder so. Deswegen mache ich halt keine Let's Plays, sondern die YouTube-Videos sind halt auch dann meistens zurechtgeschnittene Livestreams, wo ich dann halt ein bisschen entschlacke. Und wenn dann halt irgendwo mal man sich länger verläuft, da setze ich dann mal einen Zeitraffer drüber oder sowas. Au, 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 Alter! Kann man schon bald zwei von den Riesenknollen fressen, damit wir wieder voll sind. So nervtötend, ey. Mann, Mann, Mann. Momentan spielen wir in Khadgargish TV Rusty Lake Paradise. Ich weiß nicht, ob du die Rusty Lake Reihe kennst. Das ist auch so eine Art Click-and-Point-Adventure mit einem sehr hohen WTF-Faktor. Also da ist wirklich sehr viel What the fuck drin, dass du halt irgendetwas machst oder auslöst und denkst dir, was zur Hölle. Fällt mir auch gerade ein, da muss ich auch noch für den Teil davor, also der neueste Teil kam hier gerade erst relativ frisch raus. Okay, da geht's schon mal nicht lang. Point and Clicks. Ja, prinzipiell habe ich durch Point-and-Click-Adventures meine Stream-Karriere angefangen, wenn man das so nennen kann, vor 2 Jahren. Mit Simon the Sorcerer, falls du das kennst. Steht auch komplett auf YouTube. Da merkt man halt richtig dieses kein Plan von nichts, und war halt einfach dieses, weil meine Freunde gesagt haben, dieses, boah, ich möchte gern zuschauen. Wenn du so von dem Game schwärmst, kann das nur gut sein. Ja, ich kann mir das Wohnzimmer nicht vollsetzen, und ja. Kurzum fing ich dann an zu streamen. So war das. Und so nahm dann das Ganze mit YouTube und so weiter seinen Lauf. 1 bis 3. Ja, der dritte, der war. Unschön. Ja, okay, man kommt immer auf der Seite raus, alles klar. Den dritten habe ich mich bis jetzt noch davor gedrückt zu streamen. Aber 1 und 2 habe ich halt wirklich noch komplett auswendig gekannt. Die waren von 91 oder sowas. Fand ich total crazy.